Warum haben sich dann bereits kurz nach dem Mauerbau freiwillig zum Dienst bei den Seestreitkräften bei der NVA gemeldet? Das war eine eiskalte Überlegung, weil mein Kumpel Bruno, der war bereits bei der Schifffahrt, und zwar bei der Fischerei war der. Und das wollte ich natürlich auch. Und da habe ich eiskalt überlegt, so, jetzt bist du hier im Osten eingesperrt. Wenn du rüber willst und Seemann werden willst, dann geht das nur auf die Art, du dich mit dem System ein bisschen anbiederst. Muss ich leider mal so sagen. Ja. Ist natürlich eine Anbiederei. Da bin ich dann zur GST gegangen, habe auch Abendschule noch gemacht. Ich wollte dann so eine Art Inkstudium machen. Ich habe dann die 10. Klasse nochmal nachgemacht, damit sie den guten Willen sehen, die Behörden. Und das hat auch geklappt. Die haben mich dann bei der GST durfte ich mitmachen und da habe ich auch alle Prüfungen bestanden und sogar Meisterschaften mitgemacht. Und von der GST aus geht es ja nur zur Volksmarine. Also man kommt ja nicht anders zur Volksmarine als über die GST. Ich meine, wenn ich jetzt ein normaler, unbescholtener Ostbürger gewesen wäre, ohne dieses große G in meiner Kaderakte, wie man damals gesagt hat, heute heißt es der Personalbogen, dann wäre ich sofort zur Marine gekommen, zur Volksmarine. Aber mit dem G in der Akte musste ich mich erst bewähren. Und das war eben die GST. Das G bedeutet, sagen Sie es nochmal. Gesellschaft für Sport und Technik. Das war eine paramilitärische Truppe, so wie so eine vormilitärische Ausbildung. Da gab es mehrere Sparten. Da gab es nicht bloß die Seesparte, sondern auch die Schießen und Hundesport und Reiten. Und hatten noch Flugwesen, war auch sehr, sehr gut. Also diese Seeflieger, ja, die nächsten Jungs, die dann Interesse oder Ambitionen zum Flugwesen hatten, die Pilot werden wollten, die kamen nur über die GST an die Basis, wo sie dann fliegen gelernt hätten. Ja, Sie sind dann, oder wie sind Sie zur Volksmarine gekommen? Also es war die GST, war die nächste Station, ja, und dann, wie ging es denn weiter? Mitgemacht. Und dann wurde ich einberufen. Richtig, ich habe einen richtigen Bestellungsbefehl gekriegt. Nach Zeithain, zu den Panzern. Und da bin ich hingegangen und gesagt, ich will aber 3 Jahre zur. Ja, ist ja schön, 3 Jahre ist ja schön und gut, aber gibt's nicht. Haben sie mich ganz barsch abgewiesen. Und dann habe ich auch meine Akten bei gehabt, meine GST-Ausweise, die kann ich Ihnen ja auch noch zeigen. Und habe dann meine positive Einstellung zu dem Staat offeriert. Und da sind die drauf reingefallen. Ich meine, ich bin ja nicht negativ, da sonst wäre ich abgehauen. Aber ich war auch kein überzeugter DDR-Bürger, also politisch überzeugt. Und jedenfalls bin ich dann nach einem Gespräch von denen, haben sie gesagt, warten Sie mal draußen, dann haben die da drinnen verhandelt und ich habe natürlich auf Kohlen gesessen draußen. Und da haben die tatsächlich gesagt zu mir, ja, Sie kommen zur Volksmarine. Nicht? Und da war ich natürlich glücklich. Nur ist es ja so, im Osten waren ja bloß höchstens 20% der Matrosen waren ja auch an Bord nur, auf Schiffen, ja, der Rest war an Land. Und leider musste ich an Land meinen Dienst verrichten. Aber es war nachher ganz gut, denn auf Schiffen soll sehr viel Stress gewesen sein. Hat man daher so in Gesprächen mit anderen Matrosen mitgekriegt. Ne? Da war ich insofern ganz zufrieden. Und was haben Sie denn gemacht an Land? Können Sie das beschreiben? Ja, ganz genau. Da bin ich zu einer Filmvorführerschule delegiert worden, während der Armeezeit. Also erst Rekrutenausbildung. Und als ich dann normaler Matrose war, dann bin ich nach Strausberg gekommen. Da ist in so eine Zentralverwaltung, der politische Zentralverwaltung der Volksarmee. Und die haben mich da in den Filmvorführer-Lehrer gesteckt. Da war ich mit 30 anderen Jungs, wurde ich Filmvorführer. Und da habe ich natürlich gemerkt, dass ich nie mehr ein Schiff sehe. Es war nur klar, dass ich an Land geblieben bin. Dann komme ich nachher in eine Ausbildungsabteilung von den Seestreitkräften und da blieb ich dann als Filmvorführer eben. Waren Sie Mitglied in der Partei? Nee, möglicherweise nicht. Gab es da Probleme, ja, deswegen? Nee, Probleme nicht. Aber mir wurde öfter angesprochen. Das Schärfste war ja, ich bin ja als Filmvorführer automatisch der Politabteilung unterstellt gewesen. Ja, der Politabteilung des Bereiches Denholm. Der Denholm, das ist so ein Begriff, das ist einfach eine Ausbildungsabteilung. Und zwar eine große. Da sind mehrere tausend Rekruten immer ausgebildet worden. Und da war ich natürlich als Politabteilungsangehöriger der ideale Kandidat gewesen für die SED. Das wurde ja als Kandidat wurde man ja da bezeichnet. Habe ich nicht gemacht. Und meine Frau, meine damalige, die hat so ja gesagt zu mir, das werde ich nie vergessen, was denn?
Ich habe es ja zu Hause gesagt, ja, ich freue mich nicht in der SED, da habe ich noch mehr Chance, zur See zu kommen. Da sagt die zu mir, mit ihrem braunen Kulleraugen, weiß ich vielleicht nie vergessen, du willst in die Mörderpartei? Da mache ich nicht mit. Obwohl sie Lehrerin war, ja, also die war Staatsfunktionär, wenn man das so krass ausdrücken will. Und da hat sie nicht mitgemacht. Da habe ich natürlich gedacht, Mensch, hat sie ja recht, das ist ja eine Mörderpartei. Machen wir an der Mauer Leute um mich geschossen. Ne? Aber ich hätte das möglicherweise vielleicht gemacht, wenn ich eingetreten wäre. Weiß ich jetzt nicht mehr. Aber ich habe so mein Seefahrtsbuch gekriegt. Da hat ja so ein großer Wert gelegt wurde. Seefahrtsbuch war der Freifahrtschein für den Westen. Das war das Größte. Wenn man das gekriegt hat, dann war man eben ein DDR-Bürger, der Ausreisegenehmigung hat. Sind Sie denn auch in den Westen gekommen? Ja, klar. Wo waren Sie? Ich war in allen Nordostsee-Anliegerstaaten, die es überhaupt gibt.